Hi meine Lieben, im letzten Video habe ich euch das P-Gel von Magnetic vorgestellt und habe euch eine Naturnagelverstärkung mit dem Transparent gezeigt. Heute habe ich mich an French versucht. Ich bin auch eigentlich im Großen und Ganzen sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Ich finde das Extender, das ist der Wahnsinn. Allein schon von der Farbe, das sieht mega, mega, mega natürlich aus, auch zum Nagelrand hin. Die Farbe ist wirklich der Kracher. Ich war auch von der Verarbeitung sehr, sehr begeistert, habe ich da natürlich mitgenommen. Ich habe für euch mitgefilmt, Step by Step. Das möchte ich euch zeigen und zum Schluss möchte ich euch auch noch die gängigsten Fragen beantworten. Da sind nämlich ein paar Fragen aufgetaucht. Wie hart ist das Ganze? Kann man das pinchen? Ist es eher vergleichbar mit Gel oder Acryl und, und? Also da waren wirklich ganz, ganz viele Fragen. Genau, und die werden wir zum Schluss dann auch noch klären. Viel Spaß! Auf dem vorbereiteten Naturnagel starte ich zuallererst mit dem Soft Bond Primer, der wirkt wie ein doppelseitiges Klebeband und verstärkt die Anhaftung. Pinsel nehme ich hier unser Goldstück in der Größe 4, der ist von der Größe her perfekt, weil er ein bisschen schmaler ist als mein Nagel breit ist und da eignet sich das perfekt einfach für die Verarbeitung. Ein Spatel brauche ich natürlich auch, mit dem Gelspatel entnehme ich dann das Produkt aus dem Tiegel. Für die Nagelbettabdeckung starte ich zuallererst mit dem Extender. Mit dem Gelspatel nehme ich mir schon die richtige Menge vom Produkt raus. Ihr könnt natürlich hinterher auch noch nachsetzen, wenn ihr zu wenig habt. Wenn ihr zu viel habt, wird es gerade beim French vielleicht ein bisschen mühsam. Also wenn ihr euch nicht sicher seid, lieber ein bisschen weniger. Und dann nachsetzen ist überhaupt kein Problem. Es wirft auch keine Schatten, wenn man es nachsetzt. In dem kleinen Deppendisch habe ich 70%iges Isopropanol. Ihr könnt natürlich auch 99%iges nehmen. Ihr könnt auch UV-Liquid nehmen, habe ich gehört. Also wurde mir gesagt, probiert habe ich es nicht, aber ihr könnt es ja versuchen. Der Sinn dahinter ist ja, dass der Pinsel einfach feucht bleibt. Die Flüssigkeit wird nicht verbraucht in dem Sinn. Die ist rein notwendig, damit der Pinsel einfach feucht bleibt. Wenn der zu trocken ist, bleibt euch das Material am Pinsel kleben. Ihr geht dann ins Deppendisch, wischt den Pinsel aus und dann arbeitet ihr weiter, wenn ihr merkt, dass der vielleicht ein bisschen zu trocken ist. Also ja, es ist wirklich so einfach, wie es aussieht. Ich muss es euch wirklich sagen, ich liebe es. Jetzt arbeite ich mir eigentlich meine Nagelbettverlängerung. Ich schaue, dass die Smileline schön ist, dass ich dort Produkt habe, wo ich es haben möchte, dass nirgendwo zu dünn, nirgendwo zu dick ist. Also wenn ihr es gut verarbeitet, müsst ihr hinterher nicht mehr nachfeilen, wie beim Gel. Ich habe hier hinterher gefeilt, weil ja, ich bin ja selber noch in der Übungsphase, aber ich hoffe natürlich, dass das Feilen weniger wird. Und deswegen, das Produkt lässt euch ja Zeit. Ihr modelliert das dahin, wo ihr es gerne haben möchtet. Also die Verarbeitung ist wirklich der Hammer. Schade, dass es erst jetzt auf den Markt kommt. Ist. Ich hätte es mir früher gewünscht. Ich habe mir das zum Beispiel für die Meisterschaft gewünscht, weil ich glaube, dass das für die Meisterschaft der Wahnsinn ist, weil es ja vom Verarbeiten einfach wirklich der Hammer ist. Und ja, einfach die Nagelbettverlängerung so arbeiten, wie ihr es gern hättet, so dramatisch, wie ihr es gern hättet, so lange, bis es euch gefällt. Ihr könnt auch aushärten und die Smileline danach feilen, das ist überhaupt kein Problem. Oder halt dann direkt das French ansetzen.
Auch das Weiß habe ich jetzt 2 Minuten unter UV aushärten lassen. Ich habe es befeilt und jetzt versiegle ich das Ganze noch mit meinem Lieblingsversiegler. Werde ich auch unten in der Videobeschreibung für euch verlinken. Vom Befeilen her war es eigentlich wie Gel. Es ging sehr einfach zu befeilen, es ging sehr leicht zu befeilen und es war wirklich sehr, sehr angenehm zu arbeiten. Und wie versprochen werde ich jetzt auch noch auf die ganzen Kommentare eingehen. Julia schreibt, wow, cooles Zeug, sieht einfach aus, ist bestimmt super zu verarbeiten, bin auf das Haltbarkeitsfazit gespannt. Ja, da bin ich auch mega gespannt, wie es von der Haltbarkeit ist. Wie viel Zeitersparnis hattest du mit diesen Produkten im Vergleich zu Gel? Ich hatte im Moment keine Zeitersparnis, einfach aus dem Grund, weil das ja auch für mich ein neues System ist. Also ich muss auch hier jetzt erstmal üben. Wobei ich sagen muss, jetzt bei dem French, gerade bei der Nagelbettverlängerung, es ging schon relativ schnell. Also schneller, als wenn ich so mit Gel French mache. Vor allem die Farbe. Die Farbe ist der Kracher. Ich denke, ich werde das öfter machen. So, die liebe Sandra, definitiv mehr Videos davon. Jupp, werden kommen, werden kommen. Wie kommt ein normaler Verbraucher an diese Produkte? Ich werde euch unten in der Videobeschreibung einfach aufmachen, die Links reinschreiben, wie ihr da dran auch ohne Gewerbeschein kommt. Also einfach unten in die Videobeschreibung, wie gesagt, schauen und auf den Link klicken. Was mich jetzt interessiert, ist das Gel flexibel für sehr kurze Nägel oder ist es stabil genug auch für lange Nägel? Auf diese Frage habe ich gewartet. Ich habe es auch hier schon natürlich mit meinen Poppits verarbeitet und es ist ein hartes Gel. Also wenn ich da drücke, vom Drücken, da bewegt sich überhaupt nichts. Es ist ein sehr, sehr hartes Gel. Ich würde sagen, dass es von der Härte wirklich wie diese klassischen Fiberglasgele, also wie die klassischen harten Gele ist. Man kann damit sicher auch längere Nägel arbeiten. Ich finde, dass es nicht so hart ist wie Acryl, also nicht so hart wie Pulverflüssigkeit, aber zu vergleichen mit einem harten Gel. So, bin aufs Resultat gespannt. Halt uns auf dem Laufenden. Ja, natürlich. Habe ich euch schon jemals nicht auf dem Laufenden gehalten. Wie trägt man zum Beispiel French mit diesem System auf? Das hast du ja jetzt gesehen. Falls da noch Fragen offen sind, kannst du es ja gerne in die Kommentare reinschreiben. Nils.de hat auch einige Produkte. Ja, genau. Den Link findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Ich kann es direkt auf das Seal & Protect arbeiten. Die switche ich natürlich entfernen. Genau. Unter dem System einfach ein Ultrabond auftragen. Ich habe hier den Softbond Primer von Magnetic genommen. Ihr könnt auch einen anderen Ultrabond nehmen. Ihr könnt das Seal & Protect unten drunter auftragen oder einfach ein Gelackbond. Je nachdem, was ihr da habt. Also jeder hat ja irgendwas davon da. Ihr könnt es auch sicher mit einem Haftgel machen. Ich persönlich finde, dass es mit dem Softbond Primer, also mit dem Ultrabond, schneller geht. Ultrabond ist ja vom Prinzip und von der Funktion nichts anderes als Haftgel. Und das muss eben nicht unter UV ausgehärtet werden. Deswegen nehme ich das ganz gerne. Ist einfach eine Zeitersparnis und dann direkt über den Ultrabond drüber arbeiten. Mich würde mal eine Verlängerung interessieren. Eine richtige Neuanlage, sei gegrüßt und danke. Ja, habe ich ja heute gezeigt. Die Verlängerung an sich habe ich nicht gezeigt, ist ja immer das Gleiche. Aber ich habe es ja auf einer Neuanlage gezeigt. So, interessant, interessant, interessant. Woran erkennt man denn ein gutes Nagelstudio? Das werde ich auch in einem Extra-Video beantworten. Das hat jetzt mit diesem Video nichts zu tun. Wird das Gel unter der Lampe heiß? Damit hatte ich bisher immer Schwierigkeiten. Geworben oder beworben wird es ja, dass es nicht heiß wird. Ich fand schon, dass es warm geworden ist in der Lampe. Ich musste auch rausgehen aus der Lampe. Ja, ich würde sagen, wie ein Fiberglas-Gel. Also es ist ja letzten Endes nichts anderes als Gel. Es ist einfach ein Gel, das aber sehr, sehr, sehr standfest ist. Zu verarbeiten ist es wie Acryl, wie Pulverflüssigkeit. Aber alle anderen Eigenschaften, würde ich jetzt mal behaupten, hat es vom Gel. Bestimmt sauteuer. Ja, sauteuer ist es tatsächlich, da hast du recht. Nails.de hat sie jetzt auch rausgebracht. Ich werde es unten in der Videobeschreibung verlinken. Die haben ein bisschen kleinere Größen. Die haben nicht die großen, sondern die kleinen. Das werde ich dir, wie gesagt, unten verlinken. Und es gibt ja jetzt auch von fast jeder Firma Testgrößen. Also wenn du dir da nicht sicher bist, dann kannst du das ja auch noch testen. Sieht interessant aus. Kann ich so ein Testprodukt auch für mein
Studio bekommen. Ja, das musst du halt direkt mit den Firmen abklären. Ist das neue System von Magnetic vergleichbar mit dem Gelish Polygel aus den USA? Ja, das ist immer eine sehr, sehr interessante Frage. Manche denken, ja, ich bin allwissend, ich weiß es nicht. Ich habe das Gelish Polygel nicht hier. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß weder, was beim Polygel an Inhalt drin ist. Ich weiß nicht, wie die Konsistenz ist. Ich kenne es selber nur aus den Videos. Deswegen traue ich mich da nichts sagen. Es ist ähnlich, definitiv. Aber ob es das gleiche ist, ich denke nicht, dass die den gleichen Hersteller haben, weil Europa, USA, denke ich nicht. Also es ist sicher nicht eins zu eins das gleiche, aber es ist vergleichbar. Danke für das Video, bitte gerne. Wird es beim Aushärten heiß? Ja, wird es schon. Also es wird nicht unangenehm heiß, aber es wird warm. Wie gesagt, ich musste mit der Hand einmal kurz aus der Lampe raus. Wie Gel. Mega genial. Das erste Produkt dieser Art war das Prince Yes vor einigen Jahren. Stimmt, ich kannte die Firma nicht, aber das hatten wir in der Gruppe. Stimmt, stimmt. Danke, Caro. So. Ich finde, das Prince Yes, hat da schon jemand von euch irgendwie mal Werbung gesehen? Also ich habe da keine Werbung von dieser Firma gesehen. Das erste, was ich persönlich gesehen habe, war eben das Polygel. So. Sieht mega aus. Wie blöd, dass man bei Magnetic nur mit Gewerbeschein bestellen kann. Wie gesagt, unten in der Infobox findet ihr den Link, wo ihr es auch ohne Gewerbeschein bekommt. Ja, über die Haftung bin ich auch. Da bin ich sehr, sehr neugierig. Transponder hat es nicht so doll gehalten. Okay, ja, da bin ich mal gespannt, wie es hält. Ich habe es ja jetzt an einer Kundin gemacht, an allen 10 Nägeln und auch an mir. Da bin ich echt wirklich gespannt. Wobei ich muss sagen, bei mir hält grundsätzlich alles. Deswegen, wie ist das Pegel von der Härte? Erinnert das mehr an Gel oder an Acryl? Also es ist durch und durch ein Gel. Es hat keine Eigenschaften vom Pulverflüssigkeitssystem. Es ist weich wie Gel. Es ist von der Aushärtung her wie Gel. Lediglich die Konsistenz ist sehr, sehr dick, also zu verarbeiten. Ja, da kann man es mit dem Pulverflüssigkeitssystem vergleichen, weil es einfach sehr, sehr standfest und sehr dick viskos ist. So, das war's. Die Fragen sind alle geklärt. Falls noch irgendwelche Fragen offen sind, könnt ihr es gerne unten in den Kommentar nochmal reinschreiben. Dann beantworte ich das nochmal gerne. Ansonsten wünsche ich euch viel, viel Spaß beim Nachmachen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!